willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, Nikki von Morning Elegance, und wir befinden uns heute in unserer Küche. Und wir werden jetzt heute gemeinsam Glühwein selber machen. So, für die Zutaten brauchen wir einmal eine Zitrone, eine Raspel für die Zitrone. Wir brauchen Zimtstangen, Nelken, je nach Geschmack Kardamom. Ich habe hier ein Glühweingewürz mal geschenkt bekommen, das werde ich auch mit benutzen. Dann braucht man eine Dreivierteltasse Zucker, eine Dreivierteltasse Wasser, natürlich den Rotwein und das hier haben wir noch, das ist so ein Teesieb. Da kann man dann gleich die Nelken und so weiter reinmachen, dass die dann nicht in eurem Glühwein drin rumschwimmen. So, wir beginnen mit der Dreivierteltasse Zucker. Wir haben jetzt nur eine halbe Tasse genommen, da wir schon einen süßen Rotwein parat hatten. Und wir mögen es auch nicht ganz so süß, deshalb haben wir es ein bisschen reduziert. Die kommt jetzt in den Topf. Der Topf ist aber noch nicht an. Als nächstes nehmen wir die Dreivierteltasse Wasser. Dann nehmen wir die Zimtstange und geben sie dem Ganzen hinzu. Wenn ihr das Ganze dann zum Kochen gebracht habt, dann geht ihr noch ein paar Stufen runter, dass es dann leicht köchelt. Dann halbiert ihr die Zitrone. Und der Saft der Zitrone kommt jetzt in unser Zuckerwasser. So, und weil wir noch so ein bisschen von dem Nelkengeschmack haben wollen, stecken wir jetzt einfach so ein paar Nelken in unsere Zitrone. Gut, und jetzt kommt die Zitrone in unser Zuckerwasser. Wir lassen das Ganze jetzt noch eine halbe Stunde einkochen, bis es eine sirupartige Konsistenz hat. Ich denke, wir sind jetzt soweit. Ich hatte ja gesagt, das sollte so ein bisschen sirupartige Konsistenz werden. Und jetzt könnt ihr euch das mal anschauen, wie das aussieht. Gut, bevor der Wein reinkommt, machen wir noch ein bisschen von dem Glühweingewürz in unser Teesieb. Der Alkohol nicht verkocht, müssen wir jetzt noch mal die Herdplatte ein bisschen runterdrehen. Als letztes noch der Wein.